Diese Geschichte basiert auf tatsächlichen Begebenheiten aus dem Buch Mormon, einem weiteren Zeugen für Jesus Christus. Es ist notwendigerweise ratsam, dass Christus, denn in der letzten Nacht hat mir der Engel gesagt, dass dies sein Name sein wird, unter die Juden kommt. Aber die zu Jerusalem werden ihren Hals starr machen gegen ihn, sodass er gekreuzigt wird. Aber siehe, so spricht Gott der Herr. Wenn der Tag kommt, da sie an mich glauben werden, dass ich Christus bin, dann werden sie, wie ich es ihren Vätern gelobt habe, im Fleisch auf Erden wiederhergestellt werden, in die Länder ihres Erbteils. In Anbetracht dessen, dass unser barmherziger Gott uns so große Kenntnis darüber gegeben hat, lasst uns seiner gedenken und unsere Sünden ablegen. Und lassen wir nicht den Kopf hängen, denn wir sind nicht verstoßen. Zwar sind wir aus dem Land unseres Erbteils vertrieben worden, aber wir sind zu einem besseren Land geführt worden. Denn der Herr hat das Meer zu unserem Pfad gemacht und wir sind auf einer Insel des Meeres. Erhebt euer Herz und denkt daran, dass ihr frei seid, für euch selbst zu handeln. Den Weg des immerwährenden Todes zu wählen oder den Weg des ewigen Lebens. Versöhnt euch mit dem Willen Gottes und nicht dem Willen des Teufels und des Fleisches. Und nachdem ihr mit Gott versöhnt seid, denkt daran, dass es nur in der Gnade Gottes ist und durch sie, dass ihr errettet werdet. Darum, möge Gott euch vom Tod erwecken durch die Macht der Auferstehung und auch vom immerwährenden Tod durch die Macht des Sühnopfers, damit ihr in das ewige Reich Gottes aufgenommen werdet. Damit ihr ihn preist, aus göttlicher Gnade. Amen. 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 Amen.